CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter. Willkommen bei Welt. Und Herr Kiesewetter, wir haben Sie gerade schon in einem Beitrag gehört. Da haben Sie den europäischen atomaren Schutzschirm abgelehnt, unter anderem, weil es viel zu teuer ist. Man solle besser die Amerikaner überzeugen, in Europa zu bleiben. Wie wollen Sie denn die Amerikaner überzeugen? Das Geldargument dürfte bei denen ja kaum ziehen. Ja, grüß Sie, Frau Losch. Sie stellen genau die richtige Frage. Das ist das, was eigentlich die Zeitenwende ausmachen würde, aber bisher nicht erfolgt ist. Eine saubere transatlantische Lastenteilung mit Blick auf die US-Präsenz in Europa. Sie sind noch im Kosovo, Sie sind im Mittelmeer. Hier könnten wir die Amerikaner entlasten und ein Signal senden. Aber viel wichtiger, die Amerikaner leisten etwa 60% der militärischen Unterstützung der Ukraine. Wir Europäer nur etwa 40%. Hier könnten wir, müssen wir mehr übernehmen. Also den Amerikanern zeigen, wir sind bereit zur fairen Lastenteilung, wir sind bereit, das Preisschild der USA für die gemeinsame Sicherheit zu akzeptieren und mehr in unsere Verteidigung zu investieren. Also drei Punkte. Erstens stärkere Ukraine-Unterstützung. Zweitens eine fairere Lastenteilung und Entlastung der USA im Umfeld Europas. Und drittens eine Stärkung unseres Verteidigungshaushalts, verstetigt nicht durch eine Veruntreuung des Sondervermögens in Ukraine-Hilfe, sondern in eine Neuausrichtung der Bundeswehr, die überfällig ist. Aber glauben Sie denn, dass sich ein möglicher zukünftiger US-Präsident Trump davon überzeugen lassen würde? Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, auch ohne einen Trump, auch wenn Biden wieder gewählt ist, mehr für die europäische Sicherheit zu tun. Auch ein Biden wird uns ein Preisschild hochhalten. Und was noch erschwerend dazu kommt, wir haben es ja noch in der Hand, die Amerikaner zu überzeugen, die Wählerinnen und Wähler, dass sie eben nicht auf Isolationismus setzen und auf Putin-Freundschaft, sondern sehr klar den Amerikanern zu verstehen geben, dass wir Europäer gemeinsam zur gemeinsamen Sicherheit auch beitragen wollen. Da wäre es hilfreich gewesen, wenn der Bundeskanzler so rasch wie möglich einen Besuch organisiert, nachdem er ja nun leider alleine gereist ist, wo der französische Präsident, der polnische Präsident, der britische Premier und andere Staats- und Regierungschefs dabei sind und noch vor dem NATO-Gipfel in Washington dieses Signal sendet, wir Europäer übernehmen mehr und vor allen Dingen verhindern wir, dass der Krieg die Ukraine spaltet, sondern dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, ihre Grenzen wiederherzustellen, auch damit Russland nicht die Blaupause für China in Taiwan liefert. Aber Herr Kiesewetter, das klingt jetzt natürlich alles sehr vernünftig. Allerdings hat er sich in der Vergangenheit ja gezeigt, dass ein Donald Trump für vernünftige Argumente nicht unbedingt empfänglich ist. Das heißt, könnten Sie denn ruhig schlafen, wenn jetzt Donald Trump wieder im Weißen Haus sitzt? Würden Sie dann weiter darauf setzen, dass im Falle eines Falles die USA Europa zur Seite stehen? Also auf alle Fälle dürfen wir jetzt nicht ruhig schlafen und gelassen bleiben, sondern jetzt ist es an der Zeit, europäische Einheit zu organisieren und zu zeigen, dass wir in der Lage sind, die Amerikaner zu entlasten. Denn wir brauchen die Amerikaner bei der Unterstützung von Südkorea, von Taiwan, von Japan. Und die Amerikaner haben auch nur begrenzte Ressourcen. Zweitens muss uns klar sein, dass China, Russland, Iran und Nordkorea eine unheilige Allianz eingegangen sind und dass Trump, wie soll ich sagen, als Spieler, als Geschäftsmann und nicht als verantwortungsbewusster Politiker auftritt. Hier müssen wir entsprechende Botschaften senden. Viele von meinen Kolleginnen und Kollegen reisen auch in die USA, sprechen mit Abgeordneten, versuchen mit der Zivilgesellschaft zu sprechen. Und der dritte Punkt ist schlichtweg, wenn Trump gewählt wird, was absehbar ist, dass wir die Verteidigung Europas neu denken. Die NATO wird sich nicht auflösen, aber die NATO wird auf europäischer Seite viel, viel mehr leisten müssen. Dann ist nicht 2% die Untergrenze, sondern eher 3%. Übrigens hat das die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag schon festgeschrieben. 3% für Sicherheit, Verteidigung und Entwicklungszusammenarbeit. Nochmal ganz kurz, ist es jetzt gut, dass wir diese Debatte führen oder ist es eher schädlich, wenn wir so offen über einen möglichen europäischen Schutzschirm diskutieren, weil es die NATO womöglich schwächt und womöglich eben auch den derzeitigen US-Präsidenten? Ja, die Debatte über europäische Nuklearwaffen kommt zur Unzeit. Wir haben sie bereits vor 4 Jahren geführt. Ich habe mich seinerzeit auch daran beteiligt. Unsere Aufgabe ist es zu überzeugen, dass die Amerikaner sich als europäische Macht in Mitverantwortung fühlen, dass sie also hier präsent sind, dass ihnen bewusst ist, dass ihre Freiheit auch hier verteidigt wird und dass sie deshalb den sehr günstigen nuklearen Schutzschirm der Amerikaner hier belassen. Wenn die Europäer so etwas leisten wollen, dauert es nicht nur Jahre, sondern wir werden dann mit 5 bis 6% vom Bruttoinlandsprodukt damit zur Kasse gebeten werden. Also statt 70 Milliarden Euro bei 2% mit über 200 oder knapp 200 Milliarden Euro. Das ist nicht finanzierbar.
Und deswegen ist der Preis eines Zerfalls der Ukraine oder eines Preis eines Zerfalls der NATO viel, viel höher, als wenn wir jetzt mit All-In in die Ukraine gehen, Russland eindämmen und zu den Präsidentschaftswahlen die Ukraine die Krim befreit hat. Das wäre der klare Weg. Und das wäre auch die Botschaft an die USA und die Botschaft an die ukrainische Bevölkerung. Und lassen Sie mich noch einen Gedanken ansprechen. Es ist auch sehr wichtig, dass die Ukraine ein eindeutiges Bekenntnis des Bundeskanzlers bekommt, dass ihre Zukunft nicht nur in der EU, sondern auch in der NATO liegt. Es ist die Bundesrepublik, namentlich das Kanzleramt, das nicht will, dass die Ukraine in die NATO kommt. Hier müssen wir vorarbeiten und das würde auch amerikanischen Interessen entsprechen, aber vor allen Dingen europäischen. Nicht sagt jetzt, der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Die NATO-Mitgliedschaft dann, wenn die Sicherheitsbedingungen es zulassen, sie aber nicht ausschließen. Herzlichen Dank und alles Gute. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.